Ja, das ist natürlich blöd, wenn man hier nicht rauskommt jetzt. Oh, schnell, schnell, schnell. So, rechts kam auch noch einer. Oh, der ist ziemlich nah. Zu geizig, immer neue Batterien zu benutzen. So, schnell anmachen. So, es werde Licht. Wunderbar. Schön. Können wir es wieder heilen? Das ist sehr gut. Ja, vor allem hätte ich auch hier Batterien nehmen können, ne? Und dann einfach benutzen können. Aber nein. Da kam der Schotte in mir durch. So, okay. So, da oben lief noch einer. Safe Haven. Frage ist, so kommen die jetzt hier unendlich oder ist irgendwann gut? Wo muss ich denn überhaupt hin? Achso, ich muss nach da, laut gelben Punkt. Okay, wir schauen mal. Wo? Alter, wo? Alter, das darf doch wohl nicht wahr sein. Zielsicher sind die Penner. So, ich laufe mal hier weiter. So, und wir können schon nicht mehr wieder rennen. Ach je. Schreiberling, du wirst davon länger als mal 3 Meter laufen können. Also wirklich. So, okay. Hier haben wir nochmal einen Erste-Hilfe-Kasten. Also halt einen Emergency-Kasten. Und Revolver-Munition und Batterien können wir nicht nehmen. So, da geht's runter und hier geht's schnell runter. Da wollen wir auch nicht hin. So, okay. So, schweren Geräte der Förster. Oder Försterleiter. Was? Wo? Oh. Wo? Oh je. Oh. Jetzt kurz gucken, ich habe irgendwie immer das Gefühl, man verliert dann irgendwie die Hälfte, ja? Oder übersieht die Hälfte. Irgendwo ist so eine kleine Seite versteckt oder so. Ja, hier sowas, ne? Genau sowas. Naja, gut, okay, ich bin eh voll wahrscheinlich mit allem, aber. Na, noch Leuchtpistole konnte man ein bisschen nehmen, aber. Ah, Mann, hier muss man auch wirklich aufpassen wie ein Schießhund. Hier mal nur zurücklaufen. Alter, wer rollt denn hier mit Steinen? Es hackt. Okay, gut. Dann gehen wir mal runter. Mann, 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 wo ist denn bloß diese blöde Tankstelle? Drei. Fresst diese Leuchtspur. Munition. Oder Leuchtpistole. Besser gesagt, nicht Leuchtspur. So, das war gut. Ha. So, okay, da vorne wartet noch eine neue Manuskriptseite auf uns. Guck mal hier kurz um die Ecke. Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Hm, okay. Sollten wir vielleicht doch den Sheriff dann nicht anlügen? Oh, hier, oh. Ach, okay, nochmal eine Schrotflinte. Falls wir sie beim ersten Mal übersehen haben. Was haben wir denn noch? So, alles aufnehmen. Lithium-Batterien können wir nicht nehmen. So, was haben wir da? Das kann man benutzen. Damit wird's drauf gehen. Ja, perfekt. Was haben wir hier? Fernseher.
Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan, Prinzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night's Brains. Heute Abend Quantenselbstmord. Wo ist das denn? Wenn das Leben vorhergestellt ist, muss man tapfer sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin. Und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm-Pistole. Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagt er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Mach mal nicht, Alter. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Oh. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Das ist ja cool. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, natürlich. Aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo. Der Punkt ist, diese eine Sache, Alter, passierte nicht, den Stecker rausziehen. Nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren! Bestaunt die Quantenunsterblichkeit! Oh. Armer Dr. Colvin. War Hochmut sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Night's Brains. Oh, das war ja geil, Alter. So Outer Limits-Style. Ach cool, Alter, das ist ja geil. Oh, gibt's davon noch mehr? Das wäre ja cool. Also okay, wir müssen nach Fernseh Ausschau halten. So, okay, was haben wir hier? Oh. Okay. Okay, sieht nicht cool hier aus. Kontrollpunkt erreicht. Oh, glaube. Ich glaube, es steht ein Kampf bevor. So, wo sind sie? Ich höre sie. Okay, ist das Stucky? Das sieht ja Stucky aus, ne? Oh nein. Auch wenn die Mühle okay, mal schauen, ob wir Stucky kriegen. Na, los. So, wo ist Stucky? Stuckys Körper verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Das ist ja geil. Ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Das muss man sich mal merken. Schön. Okay, alles klar, wir haben Stucky besiegt. Schön.
Das war gut. Ich hätte auch die Kittensäge nach oben nehmen können. Das hätte ich auch gut gefunden. So, okay. Gut, also für die Shotgun haben wir jetzt keine Munition gefunden. Finden wir hier noch irgendwie eine Seite oder so? Nee, geht's runter. So, seid mir bitte nicht böse, wenn ich hier immer so ein bisschen nachgucke. Irgendwie, ich mag das immer so viel wie möglich von dem, was mir das Spiel irgendwie als Loot oder als Collectible gibt, irgendwie suchen und finden zu können. Ich werde bestimmt nicht alles finden, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich will es wenigstens probieren. Okay. Uiuiui. So, wir pfeifen schon wieder auf dem letzten Loch. So, okay, wie kommen wir jetzt hier durch? Hier haben wir einen Kasten, den wir mal öffnen. Na, los, komm. Und mach mal auf das Ding. Wunderbar. Türchen öffnet sich. So, hier kann man nochmal ganz kurz schauen. Nee. Die Kiste. Schade. Okay, gut. Dann durch das Tor durch und wir gucken mal. Oh, ist das die Tankstelle? Ja! Das ist dieser komische Hirschwagen. Wir haben es geschafft. Wir sind bei der Tankstelle. Ich hatte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Ja. Oh. Das ist einfach so ein Auto über den Zaun geschmissen. Ach komm, ist schon. Braucht keiner. Weg damit. Nach dem Wahnsinn, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Oh, hier vorne haben wir noch eine Seite. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl, ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. Okay, krass. Bis zum Hirschfest waren es bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das Transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sie jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Ja. Wie wir es gelesen haben. Ich schreibe. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Der Fernseher. Ich kann sie darin spüren. Zeigt uns Brabant. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Ja, das sagt er aber auch wirklich mit einer Ruhe in der Stimme. Wurde ich langsam verrückt? Vielleicht. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt, Alan dreht ab. So, okay, was können wir hier was finden? Lesen. Wo denn? Wie denn? Ach, das. Special Offer? Ach, das. Das 68-jährliche, also das 68. jährliche Hirschfest. 15. bis 18. September. Spiele und Aktionen. Tombola. Wettangeln. Kuchenwettbewerb und Überraschungswettkämpfe. Live-Musik. Für die Kinder. Hasenzahn Charlie am Nachmittag. Und die unglaubliche Phantasmagorie. Von Montgomery, den Magier. Abends. Verpassen Sie nicht die legendäre Hirschfestparade. Nö. Alles klar. Da, gerne. In 7 Tagen. Ich bin da. So, okay. Alles klar. Noch ein Duftbaum für unterwegs. So einen ominösen Würfel. So, was gibt's hier noch Schönes? Big Stuffer. Oh, die gute. Schön die Frick. Kroketten. Ein paar Chips. Naja, lecker. So, okay. Wir probieren mal jetzt das Telefon zu benutzen. Polizeiwache Bright Falls? Oh, Frau Sheriff.
Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie! Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Und deswegen haben wir gelogen. Wie es im Manuskript stand. Die Insel ist weg. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Wie war es? Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest dir einen Kaffee machen, der wärmt dich auf. Okay, alles klar. Kapitel 2. So, das ist seine Hütte, oder was? Ich hasse ihn. Ich hasse Alan Wake. Was ist das für eine geile Hütte, bitte? Oh nice. Ja, da sieht man mal, man muss halt einfach nur ein extrem erfolgreicher Schriftsteller sein. Und dann kann man sich, ich weiß gar nicht, wo sind wir, in New York oder wo irgendwie? Das ist ja unbezahlbar, jeder Ding. Hey, Liebling. Das wird eine lange Nacht, aber diese Fotos werden wirklich großartig. Okay, dann brauchst das ist hier du, ihr Arbeitszimmer. Du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Okay, sie macht so ein bisschen anscheinend auch das Layout und ein bisschen Marketing für uns, wie ich dazu sehe. Auf jeden Fall die Bilder dafür. Also ihr Arbeitszimmer, was haben wir hier? Hier ist wahrscheinlich unser Arbeitszimmer. Ist schon geil. Ist schon geil. Oh, Manuskriptseite. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Ja, sehr, sehr, sehr kryptisch. Sehr, sehr kryptisch. So, was haben wir hier? Ah, unsere Bücher. Return to Sender. What I Can't Forget. Alex Chasey. The Things That I Want. The Fall of Chasey. Oder Casey. Okay. Dann hoffe ich natürlich irgendwie, dass das Layout von unserem neuen Buch genauso aussieht, weil ansonsten geht's gar nicht. geht's überhaupt nicht irgendwie. So, okay. Wir schauen uns mal weiter um. Hier jetzt wahrscheinlich... Alter, was denn das? Oh, ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Oh, schön, separate Dusche mit separaten Badewändchen drin. Na gut, okay. Oh, okay, ein Spiegel. Das gibt einen Abzug. Aber, gefällt mir. Würde ich nehmen. Würde ich nehmen. So, hier haben wir das Schlafzimmer. Oh, schön. Ich mag die Farben irgendwie. Ist alles nicht so aufgeregt irgendwie. Wird eher ein bisschen ruhiger. Wegen des Eisregens und starker Schneefälle wurde für das Drei-Staaten-Gebiet eine Orkanwarnung ausgegeben. Die Bevölkerung wird gebeten, in den Häusern zu bleiben. Viele Straßen sind gesperrt und die Räumungsfahrzeuge können den Schnee nicht dauerhaft bewältigen. Das ist der dritte Tag des Schneesturms und eine Besserung ist nicht in Sicht. Das ist aber ein krasses Haus gegenüber hier irgendwie. Sieht ja fast wie so eine Kathedrale aus. Bisschen unheimlich bestimmt. Nachts. So, können wir hier noch rein? Ja, okay, es ist eine kleine Abstellkammer. Please do not recycle. Okay, alles klar.
Schöner Abstellraum. Könnte man auch einen begehbaren Kleiderschrank draus machen? Sehr geil. Okay, gut. Wir gehen jetzt mal in die Küche und machen uns und unserer Frau... Oh, hier ist noch ein Raum. Ein Café. Na, hier geht's nicht rein. Verschlossen. Küche fällt mir hoch. Ausnehmend schicke Wohnung. Muss man auch so sagen. Kaffee läuft. Kaffee läuft. Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Kein Problem. Zu Alice gehen. So, wundert euch bitte. Ja, okay, wir sind hier gerade so ein bisschen am Einziehen. Hier stehen noch ein paar Sachen rum. Obwohl, der Rest sieht eigentlich schon sehr, sehr eingewohnt aus irgendwie. Naja, vielleicht haben wir uns einfach nur einen Fernseher gekauft. Wer weiß. Bitte wundert euch nicht irgendwie, dass ich mich heute so ein bisschen wie ein Rabe anhöre. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Na, dann kann ich doch mal gucken. Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. So, da sind super sie. Aus. Oh, klar. Bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Wie heißt Mal neue war das letzte Mal. Das hat einen Stop. Oh, okay. Apropos Barry, er hat angerufen. Oh. Alan? Ja, ich bin schon hier, Bitte überprüf den Sicherungskasten. Okay. Ich bin hier. Schon dabei, Schatz. Der ist... Beeil dich. Okay. Gott sei Dank in der Wohnung, nicht irgendwie draußen. So, okay. Sicherungskasten. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Hi. So. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge, wir holen die Kerzen raus. Ja, Alice hat wirklich massive Probleme in Dunkelheit, ne? Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin. Woher kommt das wohl? Weißt du, es macht mir Angst. Ich liebe dich. Okay, wahrscheinlich. Ich hab das gerade erklärt. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Huh? Ja, wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Auch eine schöne Geschichte. Dankeschön. Und wieder ein ausnehmend toller Soundtrack.